Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro Online. Wer sich jetzt fragt, warum Squamato spielt, ganz einfach, das Deck, das wir einsetzen wollen, hatten wir rausgestellt, habe ich irgendwie nicht. Also den macht er jetzt kurz. Und wir haben einen Gegner mit 47 Karten im Deck und 13 Karten im Extra-Deck. Ja, und ich überlege gerade, womit ich anfangen soll. Ich könnte mit dem Würfel anfangen, weil der soll auf dem Friedhof. Ja, wäre eine Idee. Wir spielen hier das sogenannte Noden Slam Deck. Ähnlich wie Noden Burn, nur halt als Beatdown ausgelegt. Und mit dem Unterschied, dass Noden Burn ja ein reines First-Turn-Kill-Deck ist, was zugabhängig ist, während das hier relativ safe funktioniert. Es gibt zwar auch einen OTK, aber dafür ist Glück erforderlich. Hat. Ja. Deswegen ist es schön, wenn man den OTK rausbringt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil geht auch ohne. Hoppala. So, was machst du? Ah, sehr ganz viel. 13 Karten im Extra-Deck, was könnte das alles sein? Das könnte alles Mögliche sein. Ich meine, gut, damals, als wir angefangen haben, waren Themendecks auf Death Pro ja noch gang und gäbe. Aber inzwischen? Einen zweiten Würfel, ernsthaft. Ich könnte einfach den zweiten Würfel spielen und auf Exis gehen. So eine Zen Mines zum Beispiel. Für Alucard sind das ein bisschen viele Verdeckte. Ja. Was hast du denn sonst auf der Hand? Den Befehlshaber, eine Titania, ein Crane und zweimal Refusion. In dem Fall sollte der Würfel wirklich auf dem Friedhof. Aber natürlich Titania gezogen. Selbstverständlich. Die Einzelfeuerwürfel zu ziehen würde ja Glück erfordern. Und wie immer zwei Refusionen, na wenigstens nicht alle drei. Mhm. Egal, das macht nie lange Leiter so lange. Galaxiewelle. Okay. Okay. Ohne Kommentar. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Okay, jetzt greife ich an. Galaxiewelle. Okay, dann darf ich mal raten, du hast hier ein Galaxie-Deck. Oder ein Exis-Deck. Galaxiewelle muss ja nicht unbedingt ein Galaxie-Monster haben. Mhm. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben ein Burn-Deck. Nein, wir haben ein Noob-Deck. Ein Burn-Deck hat auch keine Galaxiewelle. Ja, okay. Also, was machst denn du? Nochmal verdeckt setzen. Ne, jetzt so ein Heavy. Moment mal, hat er die Galaxiewelle erst gesetzt und dann aktiv... Ja, hat er. Klappe halten wir ein Schutzprogramm. Ernsthaft? Ich leg mal den dritten Würfel auf den Friedhof, weil den will ich nicht... Nee. Quatsch, ich leg die Einzelfeuerblüte auf den Friedhof. Wäre geschickter, Melia und so. Genau, mit der kann ich nämlich noch was anfangen. Und reingerannt. Na, doch, Galaxie. Ja, er hatte keine Galaxie-Monster im Friedhof, also gab es auch keine Lebenspunkte. Schon, aber er kann jetzt noch ein Monster beschwören. Schon eher ein bisschen blöde, weil Galaxiemonster haben meistens massig Attack.
Oder beziehungsweise Photonenmonster haben eigentlich massig Attack. Die Galaxiemonster haben gar nicht so viel Attack. Wenn mich das Monster stört, was er ruft, dann... Ja, sein Mindset, genau. Erstmal. Eben. Erstmal gucken, was er überhaupt ruft. Galaxiezauberer. Ja, da kannst reinrennen. Wie viel Verteidigung hat das Ding nochmal? Hab's nicht gesehen, aber ich glaube 1800. Ich meine nämlich, ich hatte mich auch an die 1800 erinnert, ich wusste nicht, ob das Angriff oder Verteidigung war. Ja, wurscht, die 300 Schaden. Ja. Und wechseln wäre sowieso nicht mehr gegangen. Was machst du denn jetzt? Ich bin mal gespannt, dass die beiden verdeckten Karten voll noch sind. Noch voll sind. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin so langsam genervt. Von dem Gegner. Wird. Wird. Oh. Ja, trotzdem, dafür ein Angriffsmodus ist unnötig. Mit? Wieso wurde das Ding jetzt verbannt? Das ist der Effekt von dem Galaxie-Spiegelweiser, aber... Achso, ja. Wieso hat er den falschen Effekt gewählt, oder? Nein, nein, das war sicher so gedacht, dass er sich den Soldaten auf die Hand nimmt. Ich meine, warum er erste Stufe 8 erhöht hat. Hat er doch gar nicht. Ja, doch hat er. Er hat ihn erst auf Stufe 8 erhöht und hat ihn dann verbannt. Und die Aufnahme ist mein Zeuge. Mhm. Das Knatschen nervt gerade ein bisschen, davon abgesehen... Was? Ja, also wenn der jetzt keinen Photonenbrecher oder so hat, dann... hat er keine Chance, den Drachen zu rufen. Den Schlechter braucht er. Schlechter. Der Schläger würde ihm nichts bringen. Was? Nein, nicht ich Schläger, Brecher. Ja. Und reingerannt wird mit dem Schwächsten, wie sich's gehört. Nö. Achso, Alucard. Nö. Wäre, glaube ich, in diesem Fall aber intelligenter gewesen. Weil Titania kann nur Effekte abwehren, die er als Ziel wählen. Es war trotzdem ein Monster mit 2800 Attack. Achso, ich kann ja nur aus dem Deck rufen. Ich bin ein Genie. Ja. Deswegen sagte ich Alucard. Egal. Und deswegen fand ich es ja auch so blöd, dass du euch wieder Hand hast, weil sie da überhaupt nichts bringt. Er hat wieder was. Was du machen könntest, wäre gucken, dass du... Oh, das bringt jetzt nicht so viel. Im Gegenteil, das ist sogar richtig gut. Auf die Weise werden dir gleich zwei seiner verdeckten Karten los. Und Endphase. Okay, wir werden alle verdeckten Karten los. Vollidiot! Jetzt gehst du minus 1 und die Karte ist trotzdem weg. Also das war jetzt gerade kein intelligenter Zug. Galaxiesturm. Okay. Okay. Gut, dann halt nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es... Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin gerade noch bei dem... What the fucking hell? Moment. Ja, du auch. Ich meine, ich auch. ich bin gerade nicht ganz auf der Höhe. Ich bin gerade noch minimal verwirrt. Vor allem, mit dem, was der bisher gespielt hat, hätte man viel mehr anfangen können. Von der magischen...
Jetzt schreibt er hier what the fuck lol. Nein, er schreibt sich selbst und dann what the fuck lol. Schreib du mal, that's what I'm thinking, ja. The whole duo. Nö. Warte jetzt mal so. Okay. Einfach mit Alucard seine letzte Verdeckte klatschen und dann einfach reingerannt. Das war jetzt gerade dämlich. Ja, hätte ich nicht sagen, den Kranichkran zu benutzen. Genau. Dann hätten wir den Effekt von Mathematiker auch noch gehabt. Galaxieschlange. Wenn du jetzt gerade leicht verwirrt bist, ich auch. Ich glaube, die Galaxieschlange gab es schon vor den Galaxiemonstern. Also das ist eine alte Karte. Also so alt wie sie sein kann, ist halt bisher ein Empfänger, aber... Naja. Ist übrigens ein MRT, der da verdeckt liegt. Ah, okay. Bin ja mal gespannt, was seine letzte Handkarte war. Na komm, mach irgendwas. Na komm, mach irgendwas. Komm schon. Jetzt komm, mach irgendwas. Ich meine, Arkwil kann ja nicht kommen bei dem Deck. Komm schon, du hast zwei Karten auf der Hand. Von denen einer wahrscheinlich nutzlos ist, weil du sie bereits seit Ewigkeiten auf der Hand hast und nicht einmal gespielt hast. Was sagt denn seine Zeit? Er hat noch. Damit? Damit wollte er wahrscheinlich schreiben. Das schreibt man aber anders. Egal was die verdeckt ist, ich klatsch sie mal eben an die Wand. Das hättest du auch mit Alucard machen können. Hätte ich. Du hast noch eine Titania, bringst du zu Ende. Aber warum hat er ihm erstmal seinen eigenen Namen geschrieben? Ergibt nicht wirklich Sinn. Nicht wirklich, nee. Naja. Wie auch immer. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Vielleicht hat der werte Herr Mikrozelle ein bisschen mehr zu bieten. Vorausgesetzt, er ist in der Lage, sich bei Steinschere Papier zu entscheiden. Ha. Ha! Mathematiker? Ich würde sagen, ich starte mit den Zen-Mines. Wäre auch eine Idee. Fremdenführerin oder Fremdenführerin? Ja gut, dafür ein Unfallteleport wäre auch ein bisschen verschwendet. Ich habe ihn sogar wirklich auf der Hand. Achso, ja, aber Fremdenführerin ist besser. Was liegt da verdeckt? Nur verdeckt Torrential und Fiendish. Okay. Also stehen wir ganz gut da. Mhm. Sogar insofern, dass er, wenn er was Nerviges beschwört, mit Torrential das zerhauen können, dann mit Designmans aktivieren und dann noch eventuell verdeckte Karten klatschen. Da schauen wir mal. Zen-Mines sind schon so slightly asozial. Apropos Zen. Wind up! Der dürfte auch Zen-Mines haben. Oh oh. Das schreit nach einem Zen-Mayo. Ja. Oder auch nicht. Ich sehe gar nicht ein, da jetzt was zu unternehmen. Nee, jetzt auf gar keinen Fall. Stufe 4, was soll denn jetzt bitte kommen? Schwarzes Schiff? Wenn das kommt, dann unternehme ich was. Also Zen-Mayo hätte ich es ja nachvollziehen. Nee, Utopia. Das sehe ich nicht ein, da was zu unternehmen. Nein, das machen die Zen-Mines voll.
oder auch nicht, weil er nichts macht. Also, Kumpel, du hast verdeckt die Möglichkeit, in irgendwas reinzurennen. Und selbst wenn da nichts liegen sollte, wird unser Monster das auf jeden Fall zerhauen. So schwer ist die Entscheidung nicht, da jetzt anzugreifen, oder nicht? Nämlich nein, wäre die richtige Antwort. Das kann man natürlich auch machen, aber das bringt noch weniger. Vom Regen in die Traufe. Oh, ich nehme alles zurück. Das bringt jetzt sogar was. Jetzt bringt's langsam was. Bloß Utopia-Strahl spielen ist die. Bloß Einhornspeer spielt man eigentlich nicht. Trotzdem, so eine Fiendisch wäre jetzt vielleicht bessere Idee. Weil mit dem Einhornspeer rennt der einfach über die Zen-Mines drüber. Ach. Naja. Wenigstens verlieren wir unsere Effekte bloß temporär. Trotzdem hat der gerade ein bisschen viel Attack. Was hast du noch auf der Hand? Außer dem Notfall-Teleport? Eine Titanial und ein Zurückbuchen. Schon wieder Titanial, ernsthaft? Und ich bin echt am Überlegen, das Zurückbuchen hier aus dem Deck rauszuschmeißen. Wohlgemerkt, es ist übrigens nur einmal drin. Ich hatte es jetzt jedes Mal auf der Hand. Also jetzt immer in diesen Duellen oder auch in der Aufnahmesession, die verloren gegangen ist? Auch in der, die verloren gegangen ist. Das ist jetzt etwas scheiße. Wir haben noch so ein Torrential. Ja, der kommt jetzt auch. Aber auf zieh Utopia. Okay. Was? Wieso durfte ich jetzt nicht den Torrential machen? Weil es Utopia-Strahl-Sieg war, deswegen. Hä? Ja und? Ja und? Es hätte trotzdem putzen müssen. Was steht denn genau bei Torrential? Wenn Monster beschworen werden, alle Monster auf dem Spielfeld. Hm. Numeron? Antwort? Nee, der annulliert nur offene Karten. Hä? Deswegen bin ich ja gerade so verwirrt. Einhornspeer? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Nö. Was hast denn du alles? Keine Ahnung, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Was hast denn du alles? Ich könnte... Probier mal was. Wenn ich jetzt zurückbuchen spiele, dann müsste ich eigentlich... Torrential. Ja, danke. Ja. Die Folge wird Überlänge haben, das sehe ich jetzt schon. Jetzt haben wir es geschafft, uns gegenseitig ein bisschen auf den Geist zu gehen. Ja, aber du hast noch eine Karte mehr. Mal ganz im Ernst, dass wir vorhin kein Torrential aktivieren können. Kurzer Cut. Egal, habe ich was verpasst? Oh, sehr schön. Nö, eigentlich nicht. Jop, das ist doch was. Wenn du es jetzt irgendwie hinkriegen könntest, Titanial auf den Friedhof zu bekommen, das wäre toll. Das ist leider nicht. Ja, du hast auch noch einen Notfalltele. Nee, halt, was ist die letzte Karte auf deiner Hand? Die letzte Karte auf deiner Hand, was ist denn das? MRT? Ach, genau. Dann halt so und hoffen, dass wir genug Monster übrig haben, um Titanial zu rufen. Ja, er müsste die beiden Pflaumenspielmarken und den Löwenzahnlöwen und die beiden Pflaumenspielmarken, die danach auch noch kommen, zerstören, damit Titanial nicht kommt. Nö, nur die beiden Pflaumenspielmarken, weil Melia wird nicht geopfert. Ja, wenn er Löwenzahnlöwe irgendwie vom Feld bekommt? Ja, nee,
wenn wir die beiden Flauschenmarken wegkriegt, haben wir bloß noch den Löwen. Und wie gesagt, Melea wird nicht geopfert. Ja, okay. Aber Emilia können wir uns noch ein Monster holen. Das ist was anderes. Also wenn der jetzt den Löwenzahnlöwen angreift, dann zweifle ich aber echt an ihm. Der wird er nicht tun. Gut, er greift die Melee an. Na danke. Ja, dann. Also gut ist das nicht, aber... ja. Mann, der setzt nicht mal eine Karte. Na und, dann opfer halt den Löwenzahnlöwen und eine von den Flammspielmarken. Hast du noch 3 Geschosse, um Titania als Effekt zu aktivieren. So, wähl mich doch als Ziel. Was liegt denn da verdeckt jetzt? Ein Zwangs-Eva. Ah, das ist schön. Gut, dann dürfte das Duell eigentlich nochmal rumgerissen sein, würde ich mal sagen. Rumgerissen? Hatten wir jemals Probleme? Wir hatten einmal ein leeres Feld. Ich habe gefragt, ob wir jemals Probleme hatten. Nein. Na dann. Mit rumgerissen meinte ich Feldkontrolle wieder zurück. Ach so, ja, aber das war ja obvious, dass wir die wieder kriegen. Na, Utopia, natürlich. Der hätte es auch damit rechnen können. Da will ich jetzt aber eigentlich noch gar nichts gegen machen. Weil wenn der Tornadobringer kommt, zerschießt ich den mit dem MRT. Und wenn irgendwas anderes kommt, kommt das Zwangs-Eva. Jetzt zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Warte mal. Nein, mach's. Nein! Ach so, klar. Wurde auch als Ziel gewählt. Vergiss es, Kumpel. Stimmt, es muss ja keine Pflanze als Ziel gewählt werden. Es muss nur eine Pflanze geopfert werden. Ja. Alter, nein, rast doch. Supi, all sein Material verschossen hat er jetzt. Wenn er jetzt auf die Flaumspielmarke geht, dann spiele ich das Zwangs-Eva und dann regt er sich endgültig auf. So, und jetzt ist er exakt bei 0. Leeres Feld und leeres Blatt. Zeit für den Rage Quit. So. Naja. Gut, der war jetzt obvious. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.